Und in Köln begrüße ich den Politikwissenschaftler der Philipps-Universität Marburg, Professor Hubert Zimmermann. Die Impfungen, guten Abend, die Impfungen sind das Thema des Gipfels. Erst muss sich die EU gegen Vorwürfe wehren, sie hätte den Impfstart nicht früh genug organisiert. Jetzt geht es um mögliche Erleichterungen für Geimpfte. Wie entwickelt sich das Ganze nach Ihrer Beobachtung? Naja, es ist halt wie bei der EU üblich immer ein sich durchwerkeln von neuen Krisensituationen. Durch die neuen Mutationen sind jetzt natürlich neue Sachlagen entstanden, die eben jetzt zu diesen Grenzschließungen geführt haben. Und man ist eben immer wieder aufgefordert, praktisch sich neu anzupassen und neue Instrumente zu entwickeln. Und da ja die Gesundheitspolitik wie überhaupt die gesamte Bekämpfung der Pandemie ja ein Gebiet ist, das zwischen der EU und den Mitgliedstaaten eben aufgeteilt ist, ist es eben immer wieder nötig, neue Kompromisse zu finden. Und deshalb gibt es ja auch ständig neue Maßnahmen, ständig neue Treffen und ständig neue Anpassungen, die eben dann teilweise zu Verwirrung führen und teilweise eben auch auf dem Prinzip Trial and Error beruhen, dass man halt etwas ausprobiert und das dann manchmal nicht klappt. Na, ein bisschen ist es ja wie auf der Ebene, wenn sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten trifft und mit den deutschen Bundesländern verhandelt, welchen Weg man jetzt geht. Erstaunt ja eigentlich nicht weiter, dass das auf EU-Ebene nicht leichter ist. Aber haben Sie den Eindruck, dass man trotzdem allmählich da in die Gänge kommt? Ja gut, es gibt Stück für Stück gibt es eben Fortschritte. Also man hat ja jetzt gesehen, dass eben zumindest was die Impfstoffbeschaffung betrifft, es eben langsam vorwärts geht. Auch was die Verimpfung selbst betrifft, gibt es langsam Fortschritte. Aber es ist eben, nachdem man sich einmal entschieden hat, eben auch ja, meines Erachtens aus guten Gründen eine gemeinsame Strategie in der Bekämpfung der Pandemie zu fahren, ist es eben so, dass die EU als ja sehr großes, unübersichtliches Gebilde eben natürlich sehr langsam auch im Vergleich zu anderen Staaten wie Israel, Großbritannien, USA eben voranschreiten kann. Bei gewissen Dingen ist es eben, es gab ja vor kurzem auch diese Diskussion über AstraZeneca, dass nicht genügend Dosen geliefert wurden. Jetzt sieht man aber, ja, selbst die da sind, können ja nicht teilweise nicht verimpft werden. Und in der EU gibt es eben, was die Kapazitäten und die Organisation der gesamten Pandemiebekämpfung gibt, auch noch sehr große Unterschiede. Und ja, die Kommission bzw. die EU-Institutionen insgesamt sind eben immer mit vor der Herausforderung gestellt, dass sie eine extrem große Spannweite an unterschiedlichen politischen Gegebenheiten auf eine Linie bringen müssen. Und deshalb ist das einfach ja so zögerlich teilweise bei der EU. Vielleicht eine kurze Aussicht auf diesen heutigen Tag. Was glauben Sie, bei dem Suchen des richtigen Weges, wird es jetzt mehr Öffnungen geben oder wird es weiter starke Beschränkungen geben? Naja, es deutet alles auf Öffnungen hin, weil in den meisten Ländern eben ein sehr starker Öffnungsdruck vorhanden ist. Eine Diskussion ist ja jetzt, was den EU-Impfpass betrifft, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber es ist eindeutig, dass ja die meisten Länder jetzt auf verschärfte Öffnungen drängen und deshalb da in dieser Richtung auch was vorwärts geht. Letztlich hängt das natürlich von den einzelnen Staaten ab, wie weit sie öffnen, von der jeweiligen Situation, in der sie sich gerade befinden. Und deshalb ja, wird es wahrscheinlich schwierig sein, ein gemeinsames Vorgehen hier zu erreichen, weil ja auch alle einen extrem unterschiedlichen Weg gewählt haben, ob sie jetzt Geschäfte offen lassen oder inwieweit sie jetzt die Bürger einschränken mit Schließungen und so weiter und so fort. Sagt Hubert Zimmermann von der Universität Marburg. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.